gucken wir mal, was in der Kackkiste drin ist. Jetzt sind wir mal spannend. Ja. Das ist nämlich, glaube ich, auch eine Coolbox. Ja, also. Ja. Gutschein-Code braucht keine Sau. Hier haben wir Grill an. Ah, da sind die Produkte drauf, da gucken wir jetzt nicht rein. Das Alu-Ding hier weg. Eiskalt. Pappe. So, wir lassen die Pappe mal drauf, dann holen wir so nach und nach raus. So. Und jetzt hier. Zuckerfrei. Naturjoghurt. Seit wann ist in Joghurt Zucker? Also, aber erstmal so ein Zucker. Joghurt, ja, es ist einfach nur ein Joghurt. Oder ist das irgendwie was ist? Aus Lupinen. Ja. Keine Ahnung, was Lupine sind. Oh, schon kalt hier. Hier haben wir Salatmayonnaise. Ja, super. Oh! Bacardi! Ja. Ein bisschen Schnaps, aber es kann kein Glas ist so. Plastikflasche. Ja. Oh, wir haben was drauf jetzt. Oh, guck mal. Kinderpinguin. Tropical Coco. Kokos. Das ist ekelhaft. Wir müssen das ja relativ schnell machen, weil wir den Kühl. Oh, guck mal. Ein kaltes Bier. Oh. Das ist was. Ein schönes Maibock von Bitburger. Ah, hier. Was ist das hier? Ah, 100% pflanzlich mit Kräuter der Provence. Ja, natürlich. Das sind Kräuter der Provence. Am Arsch hängt der Hammer. Boah, Goodbed ist hier so. Mitten in der Mitte liegt ein Goodbed. Ah, die sind aber schön, die Dinger. Kann man gebrauchen. Ja. Ja. Müssen wir relativ schnell auspacken, weil ich muss in der neuen Kühlschrank. Haben wir hier Walter Pop. Und die Packung ist im Arsch. Hier kommt alles raus an der Seite, deswegen legst du mal auf die Seite. Deswegen haben wir hier schon wieder rumgesaut. Wir haben überall die Kartoffelsalatschmiere dran. Haben wir hier noch? Oh, Burger Cheddar. Cheddar ist immer gut, oder? Ja. Oh. Schöner Cheddar. Haben wir hier 100% Dinkel-Pizzateig. Ja, Gott, Kartoffelsalat. Ich muss ja gleich anfassen, das Zeug. Hier haben wir so einen schönen Pizzateig. Pizzateig geht eigentlich mir eigentlich. Hier haben wir noch Kühlakkus. Hier noch ein Kühlakku mit Kartoffelsalat dabei. Jetzt haben die Ionen echt so eingepackt, dass der Kartoffelsalat im Arsch ist. Den kann ich mich dann wegtun. Das kannst du vergessen, ey. Jetzt haben wir hier noch einmal unten drunter, auf dem Boden der Tatsachen, könnte man sagen. Das ist mit mir schon ruhig. Haben wir hier marinierten Grillkäse. Haben wir hier Hot Chili für extra scharfe Sommermomente. Ja, mit Dip. Ja, Grillkäse. Und dann haben wir hier noch eine Packung. Was ist das Schönes? Ah, So Chicken Spieß. Also basiert auf Soja. Also haben wir hier so eine Hähnchenspieße auf Soja-Basis. Könnte schmecken, könnte auch nicht. So, jetzt beenden wir das Video hier. Ich kann jetzt hier. Klasse, da ist auch schon rausgelaufen. Ja, aber wie gesagt, wenn die Packung ja aufgerissen ist, also hier, dann kann ich den ja auch nicht mehr essen. Ich weiß ja gar nicht, wie lange die Packung schon auf ist. Außerdem riecht es auch schon komisch. Also das ist jetzt wieder scheiße. Das ist jetzt schon eine totale Kacke. Das Schöne ist allerdings, diese Aluverkleidung, beziehungsweise die Kiste. Die Aluverkleidung, da kann man sich jede beliebige Kiste oder was eigentlich mit der Aluverkleidung, die hier drin ist, ausstopfen. So, das war's. Ich muss die Tipps sauber machen.